Herr Schoch, wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der Dämmung in Deutschland aus? Aus meiner Sicht wird die Zukunft der Dämmung durch verschiedene Faktoren bestimmt werden. Der eine Faktor ist natürlich, dass wir über Anforderungen, die von außen kommen, an Gebäude gestellt werden, künftig zunehmend stärkere, also von wärmetechnischen Eigenschaften her stärkere Produkte auf den Markt bringen werden. Und die zweite Herausforderung liegt in einem selbst, dass wir sagen, wir haben ja eigentlich sehr gut dämmende Baustoffe auf dem Markt, ob es der Ytong ist, der ja als Synonym im Pornbeton eigentlich steht, für ein sehr gutes Produkt. Wir haben Multipor als mineralische Dämmplatte mittlerweile sehr stark auch im Wärmedämmverbundsystem in der Innendämmung vertrieben. Und in diesem Zusammenhang stellt sich aus meiner Sicht vor allem der Aspekt, dass wir sagen, wir wollen das, was da auf uns zukommt, das heißt vom regulativen Teil, mit dem, was wir an Erfahrung einbringen in dem Bereich, möglichst gut miteinander verbinden. Wie können wir das machen? Das ist kein Perpetuum mobile ganz, aber es ist sehr komplex, weil wir doch als Unternehmen darauf setzen, mineralisch zu bleiben. Mineralisch zu bleiben heißt, wir möchten eigentlich das Produkt behalten, aber wir möchten doch noch besser werden. Und da wird vor allem die Herausforderung darin bestehen, völlig neue Wege, hört sich ein bisschen platt an, aber völlig neue Denkweisen auch zu entwickeln und zu sagen, wir wollen einerseits das, was wir bisher sehr erfolgreich gemacht haben, verbinden mit neuen Stoffen, mit neuen Verbindungen. Wir wollen beispielsweise über pyrogene Kieselsäuren, über Aerogele etwas in das Produkt einbringen, ohne es in der Struktur grundsätzlich zu verändern. Es wird weiterhin ein weißer Stoff bleiben, es wird weiterhin der bekannte Stoff bleiben, aber wird sich im Inneren von der Forschungsseite her, von der Anwendungsseite her, von neuen Produkten, Rohstoffalternativen, und ich will durchaus die Prognosewagen grundsätzlich verändern. Das ist etwas, was ich erwarte. Nicht nur der Run auf Wärmeleitfähigkeit. Das ist das eine, sondern wir haben eine ganz komplexe Anforderung derzeit. Sie können sich erinnern an die Thematik Brandschutz in den letzten Wochen diskutiert, weil mal eine EPS-Fassade oder zwei in Brand geraten sind. Für uns ist das ein grundsätzlicher Anspruch zu sagen, wo wollen wir hin? Wollen wir bei dem, was wir bisher hatten, bleiben? Wie können wir beispielsweise pyrogene Kieselsäure kombinieren mit einem guten Brandschutz, weiterhin guten Brandschutz. Wir wollen also nicht brennbar bleiben, die A2 weiterhin in unseren Händen halten, und das ist aus meiner Sicht Herausforderung genug. Vielen Dank, Herr Schoch. Gerne.